Hat der Leisten eine Stahlsohle, können beim Einschlagen von Metallnägeln gleich die Spitzen umgelegt werden. Ein holzgenagelter Schuh hat den Nachteil, dass er recht steif ist. Dagegen ist ein rein genähter Schuh wesentlich flexibler. Die holzgenagelten Schuhe hat man früher hauptsächlich als schwere Arbeitsschuhe eingesetzt. Heutzutage wird bei der Schuhherstellung alles geklebt. Die Anfertigung eines Maßschuhs hat seinen Preis. Viele Stunden Handwerkskunst stecken in einem Paar dieser Schuhe und Zeit ist Geld. Hochwertige rahmengenähte Schuhe kann man heute für 80 Euro beim Discounter kaufen. Da darf man sich nicht überlegen, wer diese Schuhe gemacht hat. Dass das keine normal bezahlten Leute sind, ist gewiss. Bei uns arbeitet niemand mehr für so wenig Geld. Solche Preise lassen sich nur durch Kinderarbeit erzielen. Die freien Stellen zwischen dem aufgenagelten Rahmen werden nun mit Lederstücken aufgefüllt. Alternativ kommt bei der Schuhherstellung auch ein Zelluloidkleber zum Einsatz, der dann auch als Füllmasse Verwendung findet. Hergestellt wurde er früher aus Filmabfällen, die bekanntlicherweise aus Zellulose bestehen. Aufgelöst in Aceton, angereichert mit Korkstückchen, entsteht eine dicke Pampe, die im Ergebnis eine wunderbar glatte Oberfläche ermöglicht. Das Leder der Sohle ist das beste Stück aus der Rinderhaut. Es wird besonders lange gegerbt. Nach 12 Monaten in der Grube hat das Leder die richtige Struktur, um als Schuhsohle zu bestehen. Schweineleder ist nicht für diesen Einsatzzweck zu gebrauchen. Es findet nur Anwendung als Futterleder. Schweineleder ist kein hochwertiges Leder. Bei Wildschwein liegt der Fall jedoch etwas anders. Es findet Verwendung als Oberleder, genauso wie Känguru-, Straußen- oder Ziegenleder. Zuerst mit dem Messer, dann mit der Schere schneidet der Schuster die groben Umrisse der Sohle aus dem Ledervorrat. Ein zähes Stück Arbeit, denn das Leder ist dick und äußerst widerstandsfähig. Nasses Leder verbindet sich dauerhaft mit Zelluloidkleber. Gummilösung ist nicht so dauerhaft und schafft keine belastbare Verbindung zwischen den Lederschichten. Die mit Kleber bestrichene Sohle wird an Schuh und Leisten mit ein paar wenigen Nägeln fixiert. Um die Verbindung dauerhaft zu machen, muss das halbfertige Stück in die Presse eingespannt werden. Nach einer Nacht hat sich die Sohle mit dem Schuh fest verbunden. Und genau betrachtet sieht das Ganze jetzt doch viel mehr nach Schuh aus. Es fehlt lediglich der Absatz, der als nächster Arbeitsschritt auf dem Plan steht. Dazu kommen mehrere Schichten Leder und ein Stück Gummi zum Einsatz.
Wieder kommt das Messer zum Einsatz. Überstehende Kanten müssen entfernt und das Innere des Absatzes herausgeschnitten werden. Schicht um Schicht wächst der Absatz. Statt der Holznägel kommen jetzt Stahlnägel zum Einsatz. In Verbindung mit dem Kleber wird so der Schuh belastbar gemacht für den täglichen Einsatz. Den Abschluss bildet, wie sollte es auch anders sein, ein Gummiabsatz. Noch ein kurzer Test, ob der Schuh gerade aufliegt und der Leisten kann entfernt werden.
Alles, was das Messer nicht schafft, richtet der Schuster an der Schleifmaschine. Maschinen dieses Typs sind in allen Schuhmacherwerkstätten zu finden. Ein paar abschließende Schläge mit dem Hammer, ein letzter prüfender Blick, noch einmal etwas gebogen. Und fertig ist der Schuh. Dieses Paar Schuhe wurde nie fertiggestellt. Es ist heute im Dorfmuseum zu finden, genauso wie ein großer Teil der Werkstatt. Selbstverständlich ohne die gesehene geniale Unordnung. Doch wie heißt es so schön, nur das Genie beherrscht das Chaos. Und Eugen Geiser hat immer gewusst, was er tat. Sein Leben lang hat er Schuhe repariert und Menschen die Beweglichkeit erhalten.